Dieser Beitrag entstand dank eurer Unterstützung auf Patreon und Steady. Schönen guten Tag, Leute, und herzlich willkommen zu dem nächsten Teil der Top 20 der besten Spiele des Jahres 2022 hier auf rpgheaven.de. Wir werden heute die Top 5 knacken. Wir hatten im letzten Part mit Platz 10 Dragon Quest Treasures, mit Platz 9 Sonic Frontiers und Platz 8 den Cuphead DLC, The Delicious Last Course gehabt. Alles große, alles schöne Titel, für mich zumindest so wert, dass ich sie in meine Top 10 gepackt habe. Was könnte jetzt noch alles folgen, weil wir haben noch ein paar richtige Brecher und jetzt fängt es an, richtig, richtig spannend zu werden. Und wir können ja mal sehen, mit welchem Titel wir die Top 5 dann einleiten werden. Gehen wir aber erstmal auf Platz Nummer 7 und auch vielleicht eines der Spiele, wo ich nicht so viel jetzt sagen muss, weil es relativ aktuell zum Aufnahmezeitpunkt auch nicht nur von mir, sondern viel anderswo behandelt wurde. Gerade frisch rausgekommen, eine Neuauflage, ein Remaster, aber ein recht aufwendiges Remaster im Sinne eines Remasters mit dem Aufwand, der reingegangen ist, vor allem in technischer Hinsicht. Ich spreche von Crisis Core Final Fantasy VII Reunion. Crisis Core auf der PSP, als es rausgekommen ist, 2008, die westliche Version, einer meiner Lieblingstitel, war in meiner Top 101 der besten Rollenspiele hier mit drin. Final Fantasy VII Prequel, eher actionlastiger. Ich glaube, dass da Leute von Kingdom Hearts mit dabei gewesen sind, die so dran entwickelt haben. Actionlastiges Echtzeitkampfsystem mit drin. Die Vorgeschichte von Final Fantasy VII in den Schuhen von Charakter Zack gezeigt, wie der mit verschiedenen Figuren interagiert hat, die einerseits nicht in Final Fantasy VII vorkommen, wie Angeal und Genesis, oder mit solchen Figuren wie Cloud und Aerith, die natürlich große Relevanz für FF7 haben, aber von Zack hat man ja nicht so viel gesehen im Hauptspiel da. Hier konnte man sehen, was alles passiert ist in den Schuhen von Zack in den Jahren vor Final Fantasy VII und auf den Anfang von Final Fantasy VII so hinzuarbeiten, denn wenn FF7 anfängt, geht Crisis Core sozusagen zu Ende, also hat es einen so diese Fragen beantwortet und alleine, was sie sich überlegt haben, Zack ist ein echt sympathischer Charakter, gerade seine Beziehung mit Aerith nochmal dargestellt zu sehen, hat mir damals sehr gut gefallen, es waren coole Ansätze im Kampfsystem, drum die Cutscenes waren aufwendig gemacht, die Musik war richtig geil, so gut, dass ich das Endlied The Price of Freedom, oder eines der Endlieder besser gesagt, da gibt es ja noch Cry, glaube ich, als das andere, Why? Statt Cry. Ist egal jetzt, ne? Aber das eine der Endlieder habe ich auf Gitarre einstudiert und hier auch auf YouTube hochgeladen. Was Square lange Jahre nicht gemacht hatte, war diesen Titel anzubieten. Es gab keine Download-Fassung, es gab kein Update, es gab keinen PC-Port und sowas. Konnte man also nicht spielen, wenn man nicht die Disc-Fassung entweder hatte von Crisis Core, wie ich im Regal, oder es auf einem Emulator sich angeschaut hat. Und jetzt endlich nach knapp 13 Jahren, 14 Jahren nach dem Original kommt mit Reunion eben ein Remaster, wo ich mir nicht sicher war, dass es ein Remaster war im ersten Moment, weil es ja teilweise so gut von den Charaktermodellen und der Umgebung ausgeschaut hat. Allerdings, was da an grafischem Kleid nochmal neu gemacht wurde, insbesondere die Charaktermodelle haben ein riesiges Upgrade bekommen, es ist ein Remaster. Es ist eigentlich der originale Titel von der PSP mit allem drum und dran. Was bedeutet, auf der PSP hat man sich natürlich noch überlegen müssen, hey, wir haben Handheld, wir können keine riesigen Locations machen, es sind überall Ladezonen dazwischen. Wir wollen versuchen, ein bisschen so eine Stadt nachzustellen mit Midgar und anderen Sachen, wo man unterwegs sein kann, aber die sind schon sehr limitiert, die Bereiche, wo man hingehen kann. Oh, es gibt keine richtige Open World, sondern, oder Oberwelt, wo man zwischen verschiedenen Locations unterwegs ist, sondern an Safe-Punkten kann man Kampfbonus-Missionen machen, wenn man was anderes von der Welt mal schauen will, wo es aber auch nur kurz Mini-Random-Kampf-Dungeons gewesen sind. Die Story hat einen sehr stringent dann durchgeführt und schon wirklich generalstabsmäßig den einen Punkt nach dem anderen abgehandelt. Man sah so, wo das Handheld-Dasein dieses Titels auf der PSP gegriffen hat, aber dafür von der Technik, von der Spielbarkeit haben sie es so umgesetzt, dass die PSP nicht so sehr ins Gewicht gefallen ist. Hier bei Reunion, dadurch, dass es das gleiche Spiel ist, fällt es ein bisschen deutlicher auf. Ja, die Grafik sieht super aus von den Modellen her aus, aber die Architektur ist noch original von der PSP, also von dem Aufwand, wie jetzt die Korridore designt sind und es sieht mehr nach Korridoren aus als jetzt nach variablen Locations und mit vielen Verschachtelungen und allem drum und dran. Du hast relativ viele Ladezonen zwischendurch drin, es sind viele Wege abgesperrt, wo man dann nicht hingehen kann. Die Animationsphasen selber, also die Bewegungsabläufe,
Das bist du Motion Capturing heute mäßig nochmal ein bisschen anders gewöhnt. Na, während die Modelle gut ausschauen, die sich aber so ein bisschen stark sich wie Roboter hier und da bewegen, das fällt einem nach 14 Jahren dann auf, wenn man so viele andere Spiele gesehen hat. Das ist so etwas, was dem Remaster nochmal entgegenspricht. Wenn man nicht gleich den Aufwand geht und ein richtiges Remake draus macht und dann wirklich nochmal komplett an Leveldesign arbeitet, wie das alles zusammenkommt, dass man vielleicht dann nochmal manche Story-Dinge anders nochmal herannimmt und so weiter, ist natürlich ein komplett anderer Aufwand, der dann reingeht. Kann man sich die Frage stellen, hätte sich das eher gelohnt als so ein Remaster? Weil wenn du dieses Fundament darunter auf die heutige Zeit vernünftig anwenden kannst und es funktioniert, ist es schon in Ordnung. Und ich fand persönlich, ich war okay damit am Ende, dass es ein Remaster ist statt ein Remake, weil das grundlegende Spiel mir schon so gut gefallen hat. Und die Politur, die sie darüber gemacht haben mit den Figuren, ist wohl das Maximum, was man mit dem Begriff Remaster da rausholen kann. Aber es ist nach 14 Jahren als Handheld-Titel, fühlt sich natürlich um einiges beengter an als viele moderne RPGs, die man kennt. Und vor allem eben, wenn man den Vergleich direkt packt, mit dem richtigen Final Fantasy VII Remake. Es ist aber, glaube ich, storymäßig echt wichtig, dass man den wohl erlebt hat. Jetzt hier also Reunion als Remaster, bevor man mit Rebirth dann Final Fantasy VII Remake nächstes Jahr weiterspielt, bevor die Story da weitergeht, weil also jetzt Spekulation und was man von den Trailern bisher gesehen hat, ich denke einfach mal, dass Zack als Figur eine wesentlich größere und wichtigere Rolle in Reunion spielt und wer gar nicht mit ihm vertraut ist und keine PSP damals hatte oder dieses Spiel im Original erlebt hat, kann sich das jetzt so geben. Und auch wenn das Storytelling so ein kleines bisschen veraltet ist, immerhin in Sachen Kampfsystem haben sie das so ein bisschen flutschiger spielen lassen und mehr Möglichkeiten auf dem Controller einem gegeben mit dem Kamerastick und alles immer noch schön in Echtzeit und Materia basiert. Kann man recht viel abusen in dem Spiel, muss man sagen, wenn man einmal raus hat, wie man Materia vernünftig fusioniert und welche Bonusmissionen man zum Aufleveln benutzt und so. Also ich war am Ende wirklich eine Ein-Mann-Zerstörungsmaschine und du hast natürlich nur einen Charakter, den du steuerst die ganze Zeit. Anders als bei Final Fantasy VII Remake, ist also wesentlich weniger taktisch in vielen Sachen, die da reingeht. Nichtsdestotrotz, ein super Titel weiterhin, für mich persönlich, trotz der Altlasten, die Originalfassung mitgebracht hat, die jetzt im Remaster sich spüren lassen, was für PSP-Verhältnisse richtig gut gewesen ist, merkt man dem Spiel heute eher ein bisschen negativer an, würde ich persönlich sagen, aber es stimmt immer noch, dass Zack ein echt cooler Charakter ist, dass die ganzen Charakterinteraktionen untereinander. Für 2008 waren sie auf jeden Fall frischer und lebendiger als vieles, was man vorher im RPG-Bereich gesehen hat. Jetzt würde ich nicht sagen, dass sie auch hier, was so die Lebhaftigkeit der Figuren und Glaubwürdigkeit an Final Fantasy VII Remake rankommt, das war eine Stärke ja von dem Spiel, dass es einfach so schön charakterisiert gewesen ist. Hier ist es so ein bisschen so die Proto-Ausgabe davon, es wirkt ein bisschen starksiger und gestelzter, aber komm, Zack und Aerith sind schon ganz niedlich dann zusammen und mit dem, was dann alles passiert. Also mich hat es auch wieder echt gut mitgenommen. Ich habe die PC-Version gespielt, einwandfrei auf 4K, volle Pulle aufgedreht. Weiß jetzt nicht, wie es mit den anderen Fassungen, insbesondere der Switch, ausschaut. Die würde ich mir bei Zeiten gerne anschauen. Und auf dem Steam Deck lief es auch ganz solide. Da ist ja 720p die Auflösung, mit der es läuft. Und ich hatte bei manchen Grafikerstellungen hier und da mal so ein kleines Hakeln oder so, aber grundsätzlich hat es sich gut gespielt. Wer vielleicht PSP-Fan ist, will das originale Erlebnis in richtig guter Grafik dann vielleicht auf dem Steam Deck haben. Sollte die Switch-Version nicht so cool sein. So oder so aber, für mich ein Platz Nummer 7. Mehr als verdient für das Remaster von Crisis Core. Wir gehen rüber zu Platz Nummer 6 und schielen rüber auf unser Haustierhalter, die bei Spielen mit Tieren vielleicht auch mal ein bisschen emotionaler werden. Vor allem, wenn man in die Tatzen, Rabentatzen, oder? Des lieben Viechs dann steigen darf. Und zwar spreche ich von Stray. Stray ist mein Platz Nummer 6 und Stray ist ja das, Open World ist es nicht, aber sagen wir mal das eher umfassende Endzeit-Adventure. Du bist irgendwann ganz, ganz weit in der Zukunft, aber in der Rolle einer streunenden Katze, die zu Beginn des Spieles von ihren Katzenfreunden getrennt wird. Man spielt diese Katze direkt mit dem Controller, kann mit ihr herumlaufen, kann so typische Katzensachen machen, wie so an der Wand kratzen und sich hinlegen zum Schlafen, aber man kann auch herumspringen und verschiedene Vorsprünge rein. Es geht so um Traversal. Man muss irgendwie versuchen, einen Weg sich durch diese in Mitleidenschaft gezogene Endzeitwelt dann zu schaffen, um wieder zurück zu seinen Freunden zu kommen, und macht so eine Art Katzen-Road-Movie mit dabei, wo man die Welt kennenlernt, wo man mit verschiedenen Leuten interagiert. Leute sind dann Roboter gemeint, die dann hauptsächlich da in der Welt sind, aber auch alles so ein bisschen nach
Ja, Zelda wäre vielleicht ein bisschen übertrieben, so in der Form, aber so ein bisschen Action-Adventure-Puzzle-like-Gameplay mit verschiedenen Sachen, die man auflösen kann, mit auch Adventure-Elementen, dass du eine Art KI-Helferlein hast, was mit dir unterwegs ist und ein Inventory hat, das du dann zum Questlösen anwendest. Auch viel Interaktion mit Charakteren. Es gibt manche Stadt-Settings, nennen wir es so, wo du auch ein bisschen so Story und Atmosphäre mitnehmen kannst. Und ich fand das Game fantastisch. Ich fand es richtig gut. Einerseits, ich mag ja solche Adventures und Erkundungsspiele und manche der Locations, wo man länger drin verweilen kann, auch viele coole Quests, die dann drin sind. Muss ich so ein bisschen dran gewöhnen, was kann ich alles mit der Katze machen oder nicht? Oh, warum kann ich denn jetzt nicht an den Vorsprung hochspringen? Nein, weil die Welt mir das so diktiert, weil ich ansonsten irgendwie out of bounds oder so wäre. Aber das wäre so mein maximaler Kritikpunkt dran, dass ich ab und zu mal solche Frustpunkte gehabt habe. Ansonsten aber diese Welt kennenzulernen und parallel auf meinem Rückweg mit der zu interagieren, zu schauen, was ist da eigentlich passiert, warum gibt es jetzt hier überall Roboter, was war so die Konsequenz. Auch wenn es ein vergleichsweise kurzes Spiel ist, ich habe so 4,5 Stunden ungefähr dafür gebraucht, und dadurch, dass es im PS Plus drin gewesen ist, musste ich es mir nicht extra kaufen, habe mir einen Monat PS Plus gekauft, also hat es mich 7,99, glaube ich, gekostet zum einmal durchspielen. War okay mit dem Preis. Ich weiß nicht, wie der Standardpreis ist, so 30 oder 40 Euro. Irgendwie so aus dem Dreh wäre es vielleicht ein bisschen viel. Nichtsdestotrotz, ich habe echt viel Spaß gehabt dabei. Und die Art des Spiels hat mir richtig Fun gemacht. Katze ist auch ein toller Protagonist gewesen. Hätte vielleicht sogar noch besser funktioniert, wenn das noch mehr auf nonverbal gegangen wäre und man nicht jetzt das KI-Helferlein hätte, was so richtig reden kann und alles. So macht es aber natürlich ein bisschen einfacher mit der Welt, dann Sachen zusammenzumachen und muss nicht immer so tun, als ob die Leute die Katze sofort verstehen und da interagieren. Und die Katze ist toll designt auch. Und wenn man mal die Katzendinge macht, wie sie schlafen legen auf dem Kissen und alles, ist es wirklich sehr, sehr niedlich, muss ich sagen. Habe mich super unterhalten. Ja, fand ich richtig, richtig gut. Und ich bin auch vollkommen okay mit der kurzen Länge, also kurzen Länge in der Hinsicht. Ich glaube nicht, dass das besser geworden wäre, wenn du jetzt ein 10-Stunden-Spiel draus gemacht hättest. Und so noch größer, noch schöner, noch umfangreicher, noch mehr Gefahr, der man sich aussetzt, hätte man nicht unbedingt dann haben müssen. So wie es ist, war es die ideale Länge für mich. Hat Fun gemacht, hat sehr schön ausgesehen. Das Konzept hat mir gefallen und auch eben dieses cyberpunkige Endzeit-Ding gemischt neben mit einem ganz zwar nicht menschlichen, aber gefühlt doch, nee, ich habe eine gewisse Menschlichkeit in der Katze gespürt, nennen wir es mal so. Ne? Nicht, dass sie sich wie ein Mensch verhalten hat, aber sie war einfach greifbar. Ne? Und ich hab die Katze beseelt als Charakter und habe mit ihr gemeinsam dieses Abenteuer durchstanden und ich habe meine Zeit genossen, die da drin gewesen ist. Deshalb war es für mich eindeutig hier auf dieser Liste mit drauf und ist auf Platz 6 gelandet. Platz 5 haben wir. Und da nehme ich vorher mal einen kleinen Schluck. Oder hier glaube ich nicht, dass ich ultra lange drüber reden muss. Unbedingt, weil ich schon ultra lang drüber gesprochen habe in vielen, vielen Formaten, unter anderem hier auch auf dem Kanal. Aber vielleicht sind einige schockiert von euch, dass es nur mein Platz 5 ist. Was könnte denn da noch weiterkommen? Platz 5 gehört God of War, Ragnarök. Der neueste Teil des God of War Reboots. Großartiges Spiel, auch großes Spiel. Ich habe nun zum Durchzocken über 25 Stunden gebraucht. Ich habe immer noch ja ein paar der Sidequests vor mir, die wahrscheinlich auch nochmal 10, 15 Stunden in Anspruch nehmen, wenn ich die nochmal finalisieren möchte. Aber als Third-Person-Action-Adventure mit fantastischer Charakterisierung, Kratos geht weiter und schlachtet sich durch die nordische Mythologie, ist wieder der Beweggrund mit seinem Sohn Atreus, der mittlerweile älter geworden ist und auch ganz anders in die Story involviert wird. Und man bekommt es echt mit vielen Figuren der nordischen Mythologie zu tun, die auf ihre ganz eigene, besondere Art ausgearbeitet sind. Thor, Odin und wie sie alle heißen. Ich bin ein Riesenfan davon, wie sie diese Figuren neu interpretiert haben, wie so das Storytelling gemacht ist. Tolle Performances, sieht auch richtig gut aus auf der PS5. Ist eben auch ein Spiel, was dann. Ja, ich habe zuletzt wieder ein bisschen mehr die ganz alten God of Wars von der PSP und der PS2 dann so ein bisschen gespielt für andere Geschichten, wenn ihr mal die Videos hier gesehen habt und so ein Gefühl bekommen, ach ja, God of War war ja quasi schon so ein Spiel. Also seit 2018 der Reboot God of Wars, die ja alles mehr auf die Rückperspektive von Kratos gemacht haben und die Axt und die Chaosklingen dir zur Verfügung stellen, die du sonst, also die Axt hattest ja vorher dann nicht gehabt, aber das Kämpfen ist ja schon so ein bisschen anders. Aber grundsätzlich so viel anders ist es nicht, würde ich sagen, weil verglichen mit den alten God of Wars, da war die Kamera eben weit rausgezoomt und nicht hinter deiner Schulter und hat dir dementsprechend andere Möglichkeiten oder eine Übersicht gegeben. Hier
sehr ausgefeiltes Kampfsystem mit den verschiedensten Waffen, aber auch etwas, woran man sich echt gewöhnen muss. Es kann teilweise auch sehr schwierig sein auf dem Standardschwierigkeitsgrad. Also ich bin schon ordentlich gestorben dort, aber es gab sehr viele Zurücksetzpunkte. Und wenn man unbedingt möchte, kann man sich auch Accessibility-Funktionen zuschalten, womit einem viel erleichtert wird und den Schwierigkeitsgrad ändern oder sowas. Also trotz der Knackigkeit, die dieses Game einem abverlangt, kann man sich das so zurechtlegen, dass man auch ein narratives Erlebnis hat. Und dann innerhalb des eigentlichen Level-Designs, dass es nicht nur Kämpfe sind, sondern auch Puzzles mit eingestreut sind. Puzzles finde ich eigentlich immer gut. Hier ist es ab und zu mal ein bisschen zu viel des Guten gewesen. Ich bin okay damit, dass mir die Leute dann Hinweise geben nach einiger Zeit, sonst würde ich verwirrt werden, in welcher Ecke war ich noch nicht und wo bin ich noch mal nicht lang gesprungen. Ich finde, innerhalb des Spiels lassen sich Atreus und die anderen genug Zeit und sagen dann, wenn ich mal eine Minute herumstolze, bin ich jetzt schon das fünfte Mal im Kreis gelaufen. Du gehst ja schon wieder im Kreis, geh mal zur anderen Ecke oder sowas. Das finde ich okay in der Hinsicht, aber das hat mich persönlich nicht so sehr viel gestört. Es hätte in manchen Stellen einfach gerne ein bisschen weniger mit den Features überladen sein müssen. Okay, jetzt sind Dornen vor mir. Das heißt, ich musste die Chaos-Klinge equippen und dann die eine Taste plus die andere gedrückt halten, damit ich den Wurf-Move mit dem Feuer nochmal mache. Dann komme ich erst weiter. Also, dass du so viele klein dir merken musstest, je nachdem, wie es im Spiel da funktioniert. Das hätte gerne ein bisschen durchgeschleifter sein können. Ansonsten habe ich aber nicht so richtig groß was, wo ich mich beschweren würde. Warum es nicht so weit, Platz 5 und dann nicht so weit hoch, aber sagen wir, warum es nicht so weit hoch und nicht ganz oben bei mir auf der Liste gelandet ist, ist es, das werdet ihr wahrscheinlich bei den anderen Spielen sehen, die dann da drin sind, die andere Sachen dann bedient haben. Ich werde im Kontext von dem anderen Game, was über God of War bei mir in der Liste steht, nochmal God of War kurz thematisieren. Wo ich sagen würde, in gewissem Maße war dieses Spiel, wenn ich es mit God of War Ragnarök vergleiche, mutiger. In gewissen Fällen. Und das ist vielleicht auch einer der ausschlaggebenden Punkte, wo ich gesagt habe, ich packe God of War Ragnarök bei mir auf der 5 mit drauf. Ansonsten aber, ihr macht, wenn ihr Action-Adventure-Fans seid und gerade was Bombast und mega viel Content angeht, macht ihr echt nicht wirklich groß was falsch mit God of War Ragnarök. Also, wenn man sich den Gegenwert anguckt, was ihr für 80 Euro bei Sony für ihre First-Party-Spiele bekommen mit God of War Ragnarök, was gefühlt 3 bis 4 Spiele dann drin hat von ähnlichem Aufwand, AAA-Aufwand, die sonst dann für den Preis vertickt werden, kriegt er schon mehr als ordentlich dafür was und ist bei mir Platz 5. Damit läutet die Top 5 ein. Okay, Leute, das soll's für heute gewesen sein, oder? Haben wir es dann? Grider Score, Stray und God of War. Ja, dann lasst uns doch mal für heute Pause machen und wir sehen uns morgen wieder da mit dem nächsten Part und schauen dann, wie es dann weitergeht. Genießt gerne die restlichen Teile der Top 20 des Jahres 2022. rpgheaven.de abonnieren, liken, plauschangriff.de die Podcasts. Supportet gerne unter patreon.com/rpgheaven oder steadyhq.com/rpgheaven, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Part wieder, wenn es heißt, die Top 20 des Jahres hier auf rpgheaven.de. Bis dann. Tschüss.